Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus von den frühlingshaften Arkaden des Bayerischen Landtags mit unserer Landeshauptstadt in meinem Rücken und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Franz aus Grumbach geht, das in meiner Heimat im Regierungsbezirk Bayerisch-Schwaben im Landkreis Günzburg. Und der Franz hat mir geschrieben zu dem, was dieser Tage politisch in aller Munde ist in ganz Deutschland, zu den Plänen der Ampel zur Reform des Wahlrechts für den Deutschen Bundestag. Der Franz hat mich darum gebeten, erklär doch mal, worüber sich da alle jetzt so aufregen. Und dann schreibt er so ein bisschen augenzwinkernd: Ich bin dankbar, Franz, für den Zwinker-Smiley dahinter, der es einordnbar macht. Habt ihr Freien Wähler dazu auch eine Position oder ist euch das als bayerische Regionalpartei egal? Franz, da nehme ich jetzt zunächst einmal diesen Zwinker-Smiley von dir auf und sage mit dem gleichen Augenzwinkern zurück: Wir Freien Wähler sind in dieser Wahlrechtsreformsdebatte ja nicht so sehr die bayerische Regionalpartei, denn wir sind nicht nur hier in München im Bayerischen Landtag vertreten, sondern auch in Brandenburg, in Rheinland-Pfalz. Die Gefahr ist vielmehr, dass das, was die Ampel da jetzt plant, unsere Partner von der CSU aus dem Bundestag befördert und zu einer bayerischen Regionalpartei macht. Und dazu haben wir Freien Wähler natürlich eine Meinung. Und zwar deshalb, und das sage ich nicht nur als Politiker, sondern das sage ich auch als Politikwissenschaftler, weil das, was die Ampel da plant, schon wirklich eine Unverschämtheit und allerhand ist. Das ist für mein Dafürhalten nicht weit weg von dem, was wir alle gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten immer bei Donald Trump als amerikanischem Präsidenten kritisiert haben. Die Wahrheit ist, was die Ampel da tut, ist, sich über die letzten Wahlen an die Macht zu bringen und jetzt an der Macht zunächst einmal trickreich am Wahlrecht zu schrauben, um möglicherweise über eine strukturelle Benachteiligung aller anderen an dieser Macht bleiben zu können. Das ist schäbig und es ist ehrlicherweise in der Vorgehensweise auch demokratiefeindlich. Aber Franz, vielleicht von vorne nach hinten, deine Bitte war ja, ich soll zunächst einmal erklären, worum es da geht. Das mache ich sehr gerne, bevor ich einordne. Das Hauptproblem nach meinem Dafürhalten besteht in dem Vorschlag, die sogenannte Grundmandatklausel entfallen zu lassen. Das klingt komplizierter alles, als es ist. Es ist ehrlicherweise eigentlich ganz einfach. Es geht darum, dass eine Situation herbeigeführt werden soll, in der derjenige, der zu Hause das Direktmandat gewinnt, der also die meisten Stimmen in der Region, in der er sich für ein Mandat im Bundestag bewirbt, bekommt, möglicherweise in Zukunft nach dieser Wahlrechtsreform gar nicht mehr im Parlament ist. Und es trifft übrigens, Franz, nicht einzig die CSU, das trifft auch die Linkspartei und andere mehr. Ich mache es mal an zwei solchen Beispielen für die CSU gesprochen. Bei uns in Bayern wird es auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder eine Reihe von Stimmkreisen geben. Im Gros der Stimmkreise wird es so sein, dass die Bewerberinnen und Bewerber der CSU auf der Erststimme das Direktmandat gewinnen. Das heißt, in einem Stimmkreis bewerben sich Kandidaten aller Parteien und der Kandidat von der CSU, der erhält dort die Mehrheit, möglicherweise sogar die absolute Mehrheit. Und das neue Wahlrecht würde dazu führen, wenn die CSU bundesweit unter 5% bleibt, die ja nur in Bayern antritt, dass dann der Kandidat, der beispielsweise zu Hause 54% der Stimmen der Menschen in seiner Heimat auf sich vereint hat, am Schluss diese Region gar nicht mehr im Parlament vertritt, ja nicht mal mehr hineinkommt in den Deutschen Bundestag. Stattdessen würde die Region dann vertreten werden von einem Bewerber, beispielsweise einer Ampelfraktion der SPD, dem im Stimmkreis 89% der Menschen gar nicht gewählt haben, der nur 11% bekommen hat und der am Ende des Tages über den guten Listenplatz aber dann ins Parlament einzieht. Und das, ehrlicherweise, ist eine signifikante Entwertung der Stimmen der Menschen in unserer Heimat. Das macht das Wählervotum sozusagen zu einem Randfaktor und es entscheidet dann Parteigedöns über die Frage, wer unsere Heimat im Bundestag vertritt. Das halte ich für den falschen Weg. Das ist eine Entwertung der Stimmen der Menschen in unserer Heimat und bei Wahlen, lieber Franz, da sollte nicht die Politik über irgendwelche Wahlrechtstricks das Wort haben, sondern bei Wahlen, das ist der Grundkonsens von Demokratie, da haben die Wählerinnen und Wähler das Wort und Politik hat verdammt noch einmal zu akzeptieren, was der Souverän entscheidet, was die Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Ich mache Franz noch mal ein Beispiel, die Linkspartei betreffen. Da gibt es einen prominenten Kopf, darüber habe ich mich erst ausgetauscht mit unserem Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, mit dem Kollegen Peter Wieder, den Gregor Gysi.
Der Gregor Gysi, der gewinnt seit, weiß ich nicht, gefühlt Jahrzehnten in Ost-Berlin das Direktmandat. Und ich bin jetzt jemand, der nicht im Verdacht steht, mit ihm politisch viel gemein zu haben. Ich glaube, wir sind bei 100 Themen 101 Mal anderer Meinung. Aber ich würde niemals im Leben drauf kommen zu behaupten, dass Gregor Gysi nicht jemand ist, der einen veritablen Teil unserer Gesellschaft direktdemokratisch politisch vertritt. Und jetzt über das Wahlrecht auf Seiten der Ampel da einen Konkurrenten beiseite zu räumen und dafür zu sorgen, dass einer der bekanntesten Köpfe von Politik in Deutschland, Gregor Gysi, obwohl er daheim das Direktmandat gewinnt, nachher gar nicht mehr im Deutschen Bundestag sitzt. Das ist schon mehr als schräg und ich glaube, das ist auch ein Beispiel, das zeigt, was die Ampel da vorhat. Das ist ein Biegen, ein Verbiegen von Demokratie zugunsten von Ampelinteressen und deshalb sage ich da ganz klar, Finger weg vom Wahlrecht, Finger weg von solchen Tricks, akzeptieren, was der Wähler bei Wahlen zum Ausdruck bringt und nicht da über Geschäftsordnungs- und Wahlordnungstricks sich versuchen, einen Vorteil zu verschaffen. Deshalb, lieber Franz, zur grundsätzlichen Einordnung ist es nicht falsch, dass dieser aufgeblähte, aus meiner Sicht zu große Bundestag kleiner werden muss. Aber da gibt es wirklich intelligentere Vorschläge, als das Wahlrecht so zu türken, dass die Ampelfraktionen, die gerade regieren, danach einen Vorteil bei Wahlen haben. Und ich bitte uns auch insgesamt, Franz, mal drüber nachzudenken, ob gerade die Demokratie die richtige Stelle zum Sparen ist. Wir haben sowohl hier in Bayern als auch in Berlin eine riesige Ministerialbürokratie mit vielen, vielen tausend Menschen. Und wenn man schon im Bereich der Politik sparen will, dann kann es da vielleicht kluge Vorschläge geben, ob wir wirklich bei der direkt demokratischen Vertretung der Menschen sparen wollen, indem wir sagen, weniger Abgeordnete, noch größere Stimmkreise, noch weniger Betreuungsquote, noch weniger Volkssouveränität, denn das macht ja die Demokratie aus. Das ist schon eine Frage, die man sich mal stellen muss. Ich bin dafür, dass der Bundestag kleiner wird über klügere Reformen, da ließe sich viel machen, auch über die Kombination von Erst- und Zweitstimme beispielsweise, so wie wir es mit Kumulieren und Panaschieren bei uns in Bayern machen. Aus meiner Sicht eines der besten Wahlrechte, die es in ganz Europa gibt. Jedenfalls aber nicht mit Tricks zugunsten von Regierungsfraktionen. Und insgesamt bitte auch mal drüber nachdenken, ob es so sinnvoll ist, bei den Köpfen, die 83 Millionen Menschen vertreten, zu sparen, während Zehntausende andere in bürokratischen Strukturen sitzen. Da könnte man vielleicht besser einsparen, ohne an der Demokratie zu sparen. Das auch mal als grundsätzlichen Gedanken, lieber Franz. Und einen letzten Gedanken erlaube ich mir im Hinblick auf deine Frage auch noch einzuspeisen. Das, was da passiert, das geschieht ja nicht nur gegen die Linkspartei oder gegen die CSU, sondern das ist insbesondere ein Anti-Bayern-Vorschlag, ein Vorschlag, der dafür sorgen würde, dass das relative Gewicht der Stimmen, dass die relative Vertretung Bayerns im Deutschen Bundestag, des Südens im Deutschen Bundestag, weniger wird. Und auch das ist was, worüber wir schon mal sprechen müssen. Und deshalb haben wir Freien Wähler, auch wenn wir noch nicht im Bundestag sind, da eine klare Meinung. Es kann nicht sein, dass Bayern, wo 13 Millionen Menschen leben, dass Bayern, wo der Wohlstand für ganz Deutschland erwirtschaftet wird, als größter Länderfinanzausgleichszahler dann bei der Verteilung von politischen Mandaten durch trickreiche Wahlrechtsänderungen umgangen wird, sodass die bayerischen Interessen im Deutschen Bundestag nicht mehr adäquat vertreten sind. Denn das Geld, das dürfen wir über den Länderfinanzausgleich auch in Zukunft aus Sicht der Ampel nach Berlin überweisen. Und ein Staat, in dem Bayern das Geld verdient, anschließend nach Berlin überweist und dort andere ohne bayerische Mitsprache entscheiden, was damit getan wird, der ist mit unserer Bayern-Koalition und auch in unserer Verantwortung für die Menschen in Bayern nicht zu machen. Deshalb zusammengefasst, Franz, nochmal klare Ansage, was die Ampel da vorschlägt, halte ich für verfassungswidrig. Das halte ich insbesondere für demokratiefeindlich, das entwertet die Stimmen der Menschen in Bayern, das sorgt für absurde Situationen, dass nämlich das, was zu Hause gewählt worden ist, gar nicht mehr relevant ist, dass Menschen, die zu Hause absolut die Mehrheiten holen, weil die Bürger ihrer Heimat hinter ihnen stehen, danach gar nicht mehr im Parlament sind. Das ist wirklich Murks und ein Angriff auf die Demokratie und deshalb lehnen wir das entschieden ab und ich rate der Ampel wirklich, da nicht ins Trump-Fahrwasser zu kommen, da nicht an Demokratie, an Verfassung, an Wahlrecht zu den eigenen Gunsten herumzuschrauben und herumzubiegen, sondern sich besser um Wählerstimmen zu bemühen, dafür zu sorgen, dass das, was die Menschen gesprochen haben bei Wahlen, am Ende des Tages auch zählt. Und glücklicherweise, so ist nun einmal die Wahrheit, wählen die Menschen in Bayern halt noch immer eher bürgerlich und weniger links und weniger ampelmäßig. Damit hat die Ampel ein Problem. Deshalb will sie jetzt das Wahlrecht ändern. Und das werden wir aus Bayern nicht zulassen. Deshalb werden wir da auch dagegen klagen, weil wir es für verfassungswidrig, weil wir es für demokratiefeindlich halten, weil wir der festen Überzeugung sind,
dass die Menschen in Bayern auch bei Bundestagswahlen selber entscheiden können, wer sie vertritt. Das muss nicht die Ampel für die Menschen vorentscheiden vor Wahlen. So viel, lieber Franz, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Dann geht's nächste Woche wieder um euer Thema, wenn es erneut heißt, Frag Fabian. Hoffentlich wieder bei großartigem Münchner Frühlingswetter. Dann drehen wir auch wieder draußen auf den Arkaden und genießen diesen wunderbaren Ausblick über unsere Landeshauptstadt. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.